Grüße Leute, dies ist kein normales Let's Play, sondern ein Zusammenschnitt von verschiedenen Let's Plays von N64 Games, die so unglaublich schlecht waren, dass ich mich niemals getraut habe, diese euch zu zeigen. Bis heute. Grüße Leute, willkommen bei Best Masters, bei Bashmaster 2000. Grüße Leute bei Ucha Nacha No Hodo No Challenger, Derie Ira Ira Bu, so ähnlich. Grüße Leute bei Bakushui Yinsei 64 Mes Risordu, was immer es auch heißen soll. Bam Entertainment und Takara präsentieren Lokomotive. Nein, ich dachte, jetzt kommt der Spieltitel. Gendasia. Yeah, yes, Lizenz bei Nintendo. Ich frage mich, wie viele Leute an diesem Schwachsinnstitel mitgearbeitet haben. Haltet euch fest, das heißt Transformers, Beast, War, Transmetal. Grüße Leute, willkommen bei Milos Astrolane. Press Start. Oder deswegen, wir werden begrüßt mit Hilfe die Musik. Ja, mega geil. Und naja, Angeln ist jetzt nicht ganz so mein Spiel, außer in der Zelda-Serie. Und ich hoffe, es hat es. Wir werden trotzdem so ein bisschen, ich bin gerade sprachlos, Speedfishing. Sowas wie Speeddating, bloß mit Fischen. Dass wir Spaß haben werden, das hoffe ich trotzdem. Wenn ihr die Frage habt, was das gerade sein soll, ja, das ist keine Rennstrecke. Wir spielen tatsächlich der heiße Draht nach. Falls das noch jemand kennt, wir haben irgendeinen Knüppel, den wir durch einen heißen Draht schieben. Und wenn wir es schaffen, gewinnen wir das Spiel. Ansonsten sind wir voll gearscht. Ja, das sind japanische Spiele, die so das Ganze auf dem N64 geschafft haben. Oh, die Spannung dabei ist unerträglich. Keine Ahnung, was uns diesem Spiel erwartet. Ich habe es nur ausgeliehen gekriegt von einem Kumpel. Der möchte natürlich selber selbstverständlich reinstarten, wenn er mir es schon ausgeliehen hat. Der hat mir aber auch nicht gesagt, was es geht. Wahrscheinlich weiß es selber nicht. Er hat es noch nicht mal getestet. Aber wir können auf jeden Fall ein Versus machen. Mit einem Spieler, der N64 freut sich. Jede Menge japanische Schriftzeichen. Das ist, glaube ich, das. Wir starten einfach mal durch. Roboter hauen sich gegenseitig aufs Maul. Aber der Titel, der war so cheesy, ich habe gedacht, das Spiel muss ich einfach mal ausprobieren. Wir können gerade nur den Arcade-Modus wählen, warum auch immer. Wir haben die Wahl zwischen Optimus Prime, Red Trap, heißt das Rattenfalle? Ernsthaft? Cheetor, Air Razor, Megatron, Tarantulus, Warp Spinator und Turasaurus. Ich nehme mal Megatron, der ist eigentlich der Böse, aber wahrscheinlich ist er deswegen besonders krass. Und ich nehme gerne in der Creme-Weiß-Farben-Ausgabe. Und ich... Warriors Reborn. Ich habe keine Ahnung, was es erwartet. Ich nehme es hier aus logischen Gründen, denn man sieht sie wahrscheinlich von hinten. So, jetzt habe ich es raus, warum ich diesen Charakter nehme. Der Alien-Kopf hat wahrscheinlich zu viel Sicht vernebelt. Oh Gott, was ist denn das? Ich bin ein Model. Ich bin ein Model. Ich verdiene mein Geld mit Laufen und gut aussehen. Meine Haare wackeln, als hätte ich eine Zucchini drinne versteckt. Ich bin ein Model. Was zur Hölle ist die ein Roboter? E-Mail. Ach komm, Frauen fühlen sich grundsätzlich wohler am Wasser. Sag jetzt einfach mal. Behaupte jetzt einfach mal. Und wir können einen Hut nehmen und wir sehen gar nichts. Wir sehen. Das soll wahrscheinlich im Spiel nicht so sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist wieder ein Fehler von der ROM. Ich kann leider nicht sehen, welche Art von bescheuerten Hut ich nehme und die Frisur kann ich auch nicht sehen. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal, ja, Gesicht auch. Ich glaube, die ROM ist einfach ein bisschen fehlerhaft, aber was soll man machen? Ich bin froh, dass ich überhaupt an dieses Stück Software rangekommen bin. Okay. Und die Steuerung kann ich ja jetzt schon sagen, die ist aus der Hölle! Hölle, Hölle! Perfekt. Und wir nehmen mal, der sieht aus wie Conan Edogawa und starten dieses Wunderspiel und als Gegner nehmen wir gleich mal hier mit Kunoichi. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Achso, wir müssen mehrere Leute wählen. Ja, der oder die sieht auch noch krass aus. Ja, die sieht nett aus. Jetzt haben wir drei Leute zusammen. Das müsste doch wenigstens das werden. Jetzt hör auf mich voll zu labern. Und wir gehen als erstes... what the fuck? Bloß, dass wir mega stark sind, mega schnell, alles besser haben als er. Wir haben die besten Werte. Wir haben gleich den richtigen Charakter gefunden für uns, der einfach überpowered ist. Wir müssen erstmal steuern gucken. Oh ja, ich kann Laserballer beamen. Guck mal, balla. Und ich kann einfach draufhauen. Die Grafik ist mega schlecht. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Ich kann blocken, so wie es aussieht. Er lädt sich auf. Drecksau. Das ist voll umgehauen. Hier, friss Lasermann. Wir können uns transformieren, so wie es aussieht. Ich mach mal Vehikel. Aua. Das ist doch kein Vehikel. Das ist ein scheiß Dinosaurier. Willst du mich verarschen? Hör auf mit diesen aufgeladen. Der macht es fertig. Mit immer derselbe Scheiße? Ernsthaft? Ist das denn... Bekloppter Ernst? Das hat er sich auch verwandelt. Beast Mode. Warte mal, jetzt mach ich mal Beast Mode. Aber ich bin doch schon Beast. Ich raff's nicht. Ich raff's ganz ehrlich nicht gerade, Leute. Hyperspace Plex. Ich nehme erstmal A-Innovation. Was? Okay, es ist nur Bowling, Leute.
N64. Ich erwarte nicht allzu viel. Das Spiel hat damals nicht sehr gute Wertung gekriegt, aber es kann vielleicht Spaß machen. Man weiß es... Oh Gott, man weiß jetzt schon, dass es scheiße wird. Kann ich sonst noch was einstellen? Oh ja, ich kann... Wie machen wir es am besten? Die Sterne, müssen wir die einsammeln oder müssen wir die vernichten? Ich kenne ihn nicht, aber ich denke, er ist ein sehr professioneller und guter Angler-Moderator. Vier Leben oder sowas. Nochmal, ist die Konzert. Das war super knapp. Nein! Die Steuerung ist echt scheiße. Das ist unglaublich. Was haben denn die Programmierer hier geraucht? Oder haben sie Öl gesoffen oder was? Guck das doch mal an. Irgendwas müssen sie noch genommen haben. Die haben bestimmt alte Transformers-Comic-Hefte geraucht. Die guten von 1979, da bin ich die gut gereiften quasi, da bin ich sicher. Wir werden wahrscheinlich niemals über die ersten 2 Meter kommen, aber wir werden uns höchste Mühe geben. Oh, oh, wir sind so gut, wir sind so gut, wir sind gut. Und da, wir werden angeschrieben von einem kleinen Japaner im Hintergrund. Yuxai! Ja, wir wollen gern nochmal probieren. Yuxai! Yuxai! Ist Autorennen? Nee, es ist. Okay. Ich verstehe es sowieso nicht, Junge. Noch nicht. Es ist ein Brettspiel. Tatsächlich. Wir haben eine 7 gewürfelt. Ich bin so... Was zur Hölle? Ist das... Ist das Monopoly? Auf Japanisch? Oh, der macht Spin-Boxer. Der weiß, wie Spin geht. Das muss ja irgendwie gehen. Aber der ist trotzdem scheiße. Der Loser. Willkommen auf der Erde, Arschloch. Ja, du mit deinem Telefonhörer in der Fresse. Oh, das sind wir schon. Oh, let's get on. Kann man, also es gibt ja wirklich Leute, die machen Turnierangeln, moderieren dir. Wie kann man das schaffen jetzt? Ohne Scheiß. Okay, kann ich so was tun? Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal einen gelben nehmen. Und, ja, wir nehmen eine schöne, kräftige. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber in Videospielen und in Filmen und Serien schreien die unglaublich gerne. Ja, Mini Pistake, sag ich auch immer. Nein, schon wieder an der gleichen Stelle, so verdammte Scheiße. Fakt ist, hat er gesagt, ne? Hat er recht gehabt. Das Spiel ist ja mega geil. Flup, 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 flup. Ich meine, es gibt ja wirklich Mühe, ne? Es ist halt ein Angelspiel, ein vollwertiges. Ich schnall gerade gar nichts. Und hinten bricht der Vulkan aus, natürlich. Ganz normal für Japan. Bist du auf einer kleinen Insel, spielst ein Spiel und hinten bricht der Vulkan aus. So, ja, ist genau das, was man braucht. Dabei, ich mache hier gar nichts, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich drücke einfach nur irgendwelche Tasten und gucke, wie die hier eigentlich mit sich selber spielen. Jedes Mal das Haus kaufen. Also muss ich ja der Typ mit der Brille sein. Geht ja gar nicht anders. Würfel was, Junge. Ey, ich fühle mich so ferngesteuert bei dem Spiel. Ich kann hier nichts machen. Was ist denn das für eine Kacke? Was ist der eigentlich? Eine Beutelratten-Skorpion? Und vor allem, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ja, jetzt ist er plötzlich mega schnell. Und wir schießen trotzdem auf ihn einfach, weil es lächerlich ist. Das war sein Item. Dieser Kacknoob hat tatsächlich gewonnen. Bescheißen. Das Ding. Und jetzt können wir mal gucken, ob da irgendein Fisch dabei ist. Ich sehe auch schon einen vom Weiten. Ich werde mal so ein bisschen hier langstromern. Alles, was ich vom Angeln digital weiß, habe ich aus der Zelda-Serie. Oh, wir locken schon Fisch an. Komm her, mein Kleiner. Strike! Jetzt ziehen wir die Sau ein und hoffen, dass wir den gleich kriegen. Nein! Alter, warum? Was hätte ich noch machen müssen? Und jede geht daneben. Absolut jede verkackte Kugel. Wozu habe ich dieses verkackte Feature? Mit 3 Kugeln gleich zu schießen. Mit so... Ich habe doch jetzt... Das ist scheiße. Ich hatte den Fisch doch schon gehabt. Das ist alles, was ich hier leisten kann. Oh, wir können ihn sogar absinken lassen. Jetzt komm her. Beiß an, du Drecksau. Jetzt komm her. Fisch. Warum sinken das Ding ab und zu mal ab und dann wieder nicht? Okay, jetzt kam was raus. Jetzt wollen wir ein bisschen auf den Grund lang segeln lassen. Komm her, du hässlich animierter Fisch. Das ist wirklich der hässlichst animierteste Fisch, den ich je gesehen habe. Und ich habe viele hässliche animierte Fische gesehen. In meiner Videospiellaufbahn. Komm schon. Komm, der Fisch, der wartet nur auf dich. Komm her. Du findest den Fisch geil. Komm. Irgendwie sieht es aus, als würde er immer weiter wegkommen, der Fisch. Naja, gut. Der Fisch wird es schon mal nicht. Wir hoffen, unterwegs noch irgendjemanden zu finden. Kann ich den Scheiß nicht schneller einholen? Mega schlecht. Es fühlt sich an, als würde man mit kleinen Transformers-Puppen spielen. Aber nicht, als würde man mit großen Transformers durch die Gegend rennen. Aus irgendeinem Grund habe ich ihn gerade K.O. gehauen. Was? Hey, Megatron, tried. Yes. Was ist denn das für eine Scheiße? Friss Lasermann. Laserbatterie forever. Jetzt eine Bambushütte.
288 Gold, AV1, kannst du kaufen, besten Zustand. Nehme ich. Das ist zu viel Zahlen, zu viel Würmer, zu viel Blödsinn. Das würde ich nicht mal verstehen, wenn es Deutsch wäre, ganz ehrlich nicht. Hallo, Mama, ich bin super niedlich, ich hab Ärger mit meinen kleinen Kindern rum. Dafür fahre ich mit einem Auto durch die Gegend, mit einem Rover und sag, ich würfel jetzt einfach mal mit 200 und nochmal ein paar, zweimal Pasch hintereinander und kann meinem Friseur meine Frisur verbessern und hab wieder Pistop-Haarschnitt. Sehr schön, ich hab Friseur gekauft. Scheißspiel. Nein, kein Strike, weil Scheiße. Das müsste ein Strike gewesen sein. Die Physik von diesem Spiel ist so dermaßen kacke, das gibt's ja gar nicht. Obwohl die Items in denen, die lobe ich trotzdem. Das Spiel ist aber trotzdem scheiße. Das Spiel ist einfach awesome. Okay, wir probieren's nochmal. Ja. Ernsthaft jetzt? Not having too much luck with that lure. Not having luck with that lure. Schnauze! Hier. Oh Gott, ist das krebsig. Alter, ist das krebsig. Alter. Oh, ist das scheiße. Ich dachte, die freut sich jetzt wirklich über den Schuss. Ey, ich kann nicht mal einen Spin oder so einstellen. Was für eine Drecksmucke. Ein bisschen so Fischleben vorspielen, damit der nächste Fisch anbeißt. Ich weiß, ihr sterbt jetzt gerade schon Verspannung, genau wie ich. Verleihungskarte und ich, das kann selbst ich lesen. Wir müssen Steuer bezahlen. Das ist fucking Monopoly auf Japanisch. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal ganz abgefahren und der sieht aus wie eine kleine rollende Atombombe. Den möchte ich jetzt einfach mal haben. Ich frage mich, ob die Bälle auch irgendeinen Einfluss auf das Spiel haben. Ich glaube es aber nicht. Roboter des Todes. Der wird für uns reißen. Wir wissen alles, Todesroboter gewinnen jedes Bowlingspiel. Dafür sind die ja programmiert. Die Töten im Bowlingspiel. Alter, nein. Der hat ja genauso eine beschissene Laufweise. Das haben die alle einen Behindertenkurs belegt und den ersten Platz jeder in seiner Gruppe bekommen? Komm, du willst es doch auch. Jetzt komm her. Beiß nochmal an. Oder ist das nicht der richtige Köder für die Fische? Kann das sein? Ich brauche irgendwas mit noch mehr Haken und Sprengstoff. Was immer der Typ sagt, er hat recht damit. Jetzt beschleunigen wir die Drecksau. Jetzt habe ich 3 Kugeln. Wollt ihr mich verarschen? Warum fallen die denn alle runter? Ich habe doch Vollspeed gemacht. Du hässlicher, kleiner, blöder Müllhaufen von Robot. Ach, leck mich doch. Einholen das Ding. Bitte, halt die Fresse. Ja, ja, Beast Mode. Bist du alte fette Kakerlake. Ich mach jetzt einfach. Weil das ist der Vehicle Mode. Das ist einfach nur, dass er ein T-Rex auf Beinen ist. Das ist der Vehicle Mode. Komm, wir machen nochmal Vehicle Mode. Da ist einfach ein T-Rex, der auf kleinen Rollen fährt. Wie ein kleiner Rollstuhl-Dinosaurier. Ja, sicher. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Das ist der schlimmste von allen. Ich muss doch mal wohin laufen. Ich hasse alle. Ich brauche was mit einem richtigen fiesen Haken dran. Der Fisch soll keine Chance mehr haben. Das macht ja gar keinen Spaß, das Spiel. Das hat er nicht mal im Ansatz von. Ich habe Spaßfaktor mitgebracht. Das. Halt's Maul. Alter. Red Trap ist ziemlich stark, aber wir merken uns. Alter, triffst du überhaupt was, Megatron? Megatron, du dumme kleine Stinkeratte. Wir hätten Optimus Prime nehmen sollen. Der kann ja gar nichts. Venus Vacation. Urlaub in der Venus. Oh. Oh. Ja, der macht hier irgendwelche illegalen Wetten. Die Alte kauft Drogen. Ich rede mit einer Puppe. Das ist wirklich eine Puppe. Habt ihr gesehen? Da blinzt sich einfach nur der Mund. Da oben der Typ. Der ist mit seinem Topf Pisshaar. Also Pisstopf so Haarschnitt. So rum. Jetzt ist Player 2 dran. Und die sagt, ja, ich hasse euch alle. Das ist genau, das waren genau ihre Worte. Und die wirft jetzt einfach mal rotzfrech. Eine 6. Ein Pasch. Dafür normal, dafür Japan nach ein Pasch normal, können wir diese kulturkritische, okay, die hat irgendwas gewonnen. Ja, hier einen Stern gekriegt. Keine Ahnung, die Kuchenladen, Cake steht da. Ist das langsam? Es ist so langsam. Es ist so unglaublich langsam. Schön, schön. Und ich löse aus, ich mach einen Strike! Kein Strike, sondern das war doch alles, alle Komponenten für einen Strike waren da. Wie man es aus dem Bowling kennt, 3 Kugeln und voll in die Mitte rein. Na gut, er freut sich trotzdem. Ich will nach Hause telefonieren. Ich hasse dich! Was man beim Angeln alles beachten muss, ich krieg ja einen Hirnkrampf. Okay, ausholen, werfen, jetzt machen wir es besser. Leute. Jetzt habe ich das richtige Gefühl dabei. Wir haben einen richtig abgefahrenen Köder jetzt genommen. So einen richtigen kleinen Lupenköder. Hier sieht aus wie ein Stück geangeltes. Wie ein Stück Kraut. Ey, die Perspektive macht mich wahnsinnig. Ah, sehr gut. Okay. Wieso? Wieso kriege ich hier keinen verschissenen Fisch gefangen?
Get ready to transform and move out. Ach, halt die Fresse. Maigo. Ja, oh Maigo. Ich beeile mich doch schon, Junge. Mach doch nicht so Stress. Das fliegt ja alles wie in die Luft. Ich habe noch ein einziges Leben und 33 Sekunden noch Zeit. Ah. Ja, halt doch mal die Fresse. Schrei mich, ich hau dir gleich mal. Guck mal, wie ich das mache hier. Mit einer tödlichen Eleganz. Und wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Nein. Da platzt mir das Hirn weg. Aus der Eierschale. Ja, gern nochmal. Da genau zwischendurch, oder was? Diese scheiß Minikugel. Da konnte ich nichts dafür, der scheiß Milo hat beschissen. Was hat der für eine komische Tröte in der Hand? Das ist fucking Optimus Prime. Der Anführer der Autobots, einer mächtigen Roboterfraktion, hat eine kleine Tröte in der Hand, mit der er schießt. So, jetzt mach Vehicle-Mode. Du hast ein Skateboard. Optimus Prime war schon immer ein verdammter Truck und hier ist Beast Mode ist einfach nur ein dicker Gorilla-Affe. Ist das euer Ernst? Spiel, ist das dein Ernst? So, ne? Warum fliegt... Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt... okay, versagt. Milo ist scheiße. Oh, kleiner dreckiger Milo. Ich hasse ihn noch mehr als alle anderen. Jetzt komm her! Ich schlag dich sonst mit der Angel bewusstlos. Drecksack, komm her. Oh yeah. Ja, jetzt hab ich einen. Jetzt krieg ich aber richtig schön ran mit meiner Angel. Hau ich dir ein paar... Nein, er ist schon wieder abgehauen. Ich hasse dich, Spiel. Hasse dich. Und dasselbe Kurs nochmal zum 52.000. und 7. Mal. Der sieht aus wie ein Psychopath, wie ein Mörder. Also wenn ihr mal eure Kinder sucht, Milo hat sie in seinem Keller. Der uns... Was zur Hölle? Ja, wir haben Fisch gekriegt und die Alte sieht doch hässlicher aus als der Fisch. Das ist ja unglaublich. Was ist denn das für ein Spiel? Oh Mann, ey. Toll. Ey, wäre das eine Kanone wäre, könnte ich einfach so auf die Bäume schießen. Hätte ich mehr Bock drauf, als jetzt zu angeln. Ja gut, Wunschtraum. Da widmen wir uns wieder den ganz professionellen, tollen Angeln. Oh, guck mal, hinten sind Menschen. Die erschlag ich gleich mit meiner Superangel. Und... Oh, deine Bombe gesprengt. Leider 0 Punkte, Milo, du Loser. Too bad. So, das bin glaube ich. Jetzt bin ich wieder dran, oder? Guck mal, ich kann jetzt entscheiden. Ja, ich will würfeln. Natürlich will ich würfeln. Ich würfe jetzt ein 12. Komm schon. Ich wollte würfeln. Hallo? Okay, ich muss ja Analogstick für das Würfeln betätigen. 6. Yay, und... Fickt euch doch, ich habe ja keine Ahnung, was das hier bedeutet. Ich kaufe halt irgendwas, ich mache halt illegale Wetten hier oder sowas. Ja, ich gucke in den Aktienmarkt rein, gefällt mir alles sehr gut, das kaufe ich. Und deine Mutter. Und habe einfach mal 2 Milliarden Yen gerade ausgegeben und nicke die ganze Zeit nur, ich möchte Geld ausgeben. Scheiße ist das. Das Spiel besteht eigentlich nur aus Bescheißen. Das ist schlimmer als Mario Kart. Wir haben jetzt eine Dreierkugel. Ja, die können wir jetzt einfach mal so auslegen, wenn ich Punkte haben möchte. Und wir sehen, auch da wird wieder eiskalter. Strike! 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 Weil ich einfach amazing bin und Milo scheiße.